Okay, das ist jetzt über Kamenka, also links, westlich, nordwestlich über Kamenka. Hier ist eigentlich eher selten, dass man Lager findet. Aber es könnte sein, dass hier trotzdem jemand ein Lager gemacht hat, weil das, wenn er spawnt, dass er dann ein Auto oder so stehen hat, weißt du? Ja. Aber bezweifle ich. Müssen wir also eigentlich nicht suchen. Heißt also, wir fliegen wieder ganz nach Norden. Wir nehmen aber nochmal die Route. Ich würde auf jeden Fall mal gucken, später, ob bei Zelenogorsk noch mein Zelt ist, mit den ganzen Nägeln und so. Ja. Mich dann alles darüber bringen. Ja, wir finden gleich bestimmt noch ein Auto oder so und das können wir dann zum Fahren benutzen. Das können wir dann in Meschino. Du kannst das einfach, da gibt es ein Haus, warte, ich zeig dir jetzt gleich, wenn wir da drüber fliegen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nochmal da drüber fliegen. Da gibt es ein Haus, wo ich eigentlich den Hami abstellen wollte. Die Sache ist, die Leute, wenn die über Städte, weißt du, die suchen nicht in Städten nach solchen Sachen. Du kannst auch ein Zelt einfach mitten in der Stadt platzieren. Die suchen nicht danach. Oh, ach, hier ist dieses Militärgebiet, wo ich eben gesucht habe. Die suchen halt nicht in der Stadt. Und wenn du das Auto einfach an einem Haus parkst, das fällt dir vom Helikopter aus nicht auf. Weil du guckst nicht in der Stadt, sondern du guckst mal neben der Stadt irgendwie so. Aber wenn du übrigens im Heli Markierungen machst, siehst du die. Echt? Ja, sehe ich gerade. Da vorne habe ich eine Markierung. Okay. Ich hatte mir mich Kino markiert und ich sehe mich Kino markiert. Okay. Also ich glaube, wenn man GPS hat, geht das. Und im Heli hast du ja GPS. Okay, okay. Obwohl im Humvee ging das aber nicht. Merkwürdig. Guck mal, siehst du hier unten die Scheune? Hier, das letzte Haus. Da kannst du einfach in den Garten reinfahren, dann stellst du das Auto einfach so mega nah an das, also an das Dings drin. Wird keinem auffallen. Und das ist auch nicht eine Stadt, wo man looten geht. Ja. Guck mal, von der Hambi fällt einem aber auch nicht auf, so. Man aber da sind immer noch nicht. Zombies, da sind immer noch Zombies, siehst du das? Ja, die spawnen ja nicht direkt. Bist du dir sicher? Ja, die bleiben ja eine Weile. Wir fliegen gleich nochmal hier hin. Wir sind aber alle anderen despawn. Doch, da ist ein Spieler, da ist ein Spieler. Der haut mit einer Axt zu. Sitzt du an einem Gun? Ja, ja. Da mit bei den Zombies. Da, der läuft weg. Siehst du das? Richtung Scheune. Ich wusste das, weil eben so ein bisschen. Der könnte uns gehört haben. Irgendwann, ich bin links. Soll ich nach rechts wechseln? Nein, warte. In der Scheune ist er. Sollen wir den im Sturm gehen? Warte, wir stürmen den. Ich lass mal so stehen. Ich kann schießen. Bin getroffen. Okay. Blutest du? Ja, aber ist noch alles easy. Okay. Ja, wir lassen den mal da einkreisen. Mal gucken, was so passiert. Oh, das war ein Zombie. Wackelt halt gerade alles so. Ja, ja. Da schieß. Du kannst durch die Wand schießen, glaube ich. Tief, so tief kann ich nicht zielen, ne? Naja, ich überlege nur, ob es sich lohnt. Kannst du jetzt schießen, Dorf, ja? Ich habe mich übrigens bandagiert. Nice. Bist du immer noch, der bandagiert sich auch. Ich bin gefragt, ob der uns beobachtet hat, ne?
Aber ich will den töten, weil sonst sucht er das einfach. Target that one, zero. Target that civilian at zero, eight. Kannst du schießen? Nee, ich kann nicht so tief ziehen. Jetzt? Warte noch, warte noch. Er schießt, glaube ich, aus dem Dings. Kann ich dich einfach, warte, willst du mal escapen? Ja. Warte, warte, mach das hier über den Wald. Mach das jetzt einfach. Ich hoffe, du überlebst. Ja, der ist immer noch in der Scheune. Ah, oh, der trifft Helikopter gut, aber so ein Heli bekommst du nicht mit einem M4 down, Digga. Das Gefühl, er schießt nur. Okay, okay. Warte, ich flieg mal eben weg. Ne? Bist du schon in deiner Nähe? Mhm. Okay, ich flieg mal eben weg. Er schießt, er schießt. Langsam geht Engine runter, aber das ist egal. Ja, der ist uns ja vollkommen Wurst. Ich hab ihn getroffen. Okay. Ist tot, ist tot. Okay. Aber kommt noch Blut. Ja, also, Zombie sind alle dies von. Weil eben hat eine L85 A2 Holo. Okay. Dann war das schon mal nicht, das ist gut, weil das war dann nicht der Typ. Ich glaube nicht, dass er uns beobachtet hat. Dann komm schnell hier hin, wir haben ja genug Fleisch. Ist einfach Fleisch in Ho. Ja. Tut den nur gerade noch eben. Das ist noch einer, das ist noch einer. An der Mauer, an der Mauer. Hat kaputt gemacht, ich muss die checken. Kannst du mir helfen? Ja, ja. Ich bin, oh fuck, ich bin mega offen. Ist tot, ist tot, ist tot. Nice. MK-Mod. Okay, perfekt. Ich hab den gesehen, ich hab den gesehen. Oh mein Gott, was hier für ein Kampf denn? Schwede. Scheiße, scheiße, scheiße. Helikopter ist kaputt. Ich bin in der Scheune. Ja, ah, ja, ich bin direkt hier an der Mauer. Der hatte sogar eine Axt, perfekt. Raw Bacon hatte der dabei, 4 Stück. Alles mitnehmen, wir nehmen alles mit. Empty Tinken. Nehme ich auch mal mit. Sepsis-Bandage. A plus Blut. Knife und sowas auch einfach immer mitnehmen. Der hatte nur ein Standardmagazin, also der kann gar nicht mehr so viel Schuss gehabt haben. Hide Buddy. Ich leg mal eben meine M4 ab. Um die Waffe aufzunehmen. So, perfekt. Gott, ich weiß gar nicht, wieso wir hier in der Kirche sind, aber... Alter Schwede. Oh, der hat am Ende. Mit der Mod MK hat er echt gut den Heli weggeplatzt, du. Da hat er drauf gehalten. Ich glaube nicht, dass sie zusammengehört haben. War ein Gilly-Typ, okay. Ja, war ein Gilly. Alter, war das wirklich der? War der. Okay. Du bist das, ne? Ja, ja, ich bin das. Okay. Bandagen, hast du genug mit? Ja, ich bin komplett voll. Okay, ich nehme nochmal. Ich leg noch ein paar Bandagen ab. Und nimm dann Vibes mit. Ja, ich habe auch schon 2 Vibes. Also, ich bin jetzt echt full equipped. So. Mir fehlt eigentlich nur noch ein Gilly. So. Okay, perfekt. Bandagen alles mitgenommen. Hunting Knife kannst du noch mitnehmen, wenn du möchtest. Ich habe leider überhaupt keinen Platz mehr.
Okay, dann heile ich den. Hat der was in der Tasche? Ne. Okay, dann lass hier weg. Der Helikopter brennt. Hier wird natürlich jetzt auch Spieler anlocken, das brennen. Ich habe leider nicht gesehen, wer das war. Immer schön nach hinten gucken, ob da ein Spieler ist. Du hast die Mod MK, ne? Okay, perfekt. Ja, diesen Rucksack. Ja, nimm die doch als Mainwaffe. Ich glaube, die hat nicht mehr, der hatte nur ein Magazin. Ich glaube, da ist nicht mehr so viel drin. Ah, okay. Ja, das hat er wahrscheinlich für mich weggeplatzt. Für den Helikopter. Der hat mir irgendwie irgendwas mit dem Lenken hat der, weiß nicht, Ich glaube, gemacht. der hat voll auf dein, auf dein, Auf mein ja, Heck? hier, ja, auf dein Heck Main oder Heck? gehalten. Ich weiß nicht, Denke auf. Heck. Ja, ich glaube Heck, weil ich konnte nicht mehr lenken. Weil, ja, da hat er hinten, wo man Square Metal für braucht. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, so. Heckrotor. Keine Ahnung, heißt Ja, der nennen wir jetzt Heckrotor? einfach Heckroter. Oh, das ist eine Kuh, aber ich habe keinen Platz. Ich auch nicht, scheiße. Doch, ich hab Platz. Ich habe nämlich nichts mehr zu essen. Aber ich habe Okay. wieder halb Blut. Also ich hatte gar kein Blut mehr ebenso nach dem ersten. Aber ich habe Okay, dem okay. zweiten zum Glück direkt Headshot gegeben, so. Ja, das war wichtig. Ja, Boah, das Alter, ist die Sache, Mann. Die Adrenalin sind pur, alle, die ey. sind alle, die sind alle zu Fuß unterwegs. Das ist, hier ist nichts mehr mit. Alle mit Autos unterwegs. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist oder mit dem Heli, dann bist du wie so ein Magnet. Wir waren hier. Wie lang? Wir waren vielleicht 5, 3, 3 Minuten waren wir dort. Haben den Hammy da geparkt, der da natürlich immer noch steht, aber den nehmen wir gleich mit.